Fraktion vor Ort im Allgäu. Freie Wähler-Fraktionschef Hubert Aiwanger, seine Stellvertreterin Ulrike Müller und der agrarpolitische Fraktionssprecher Dr. Leopold Herz haben Oberstdorf besucht, um sich über Probleme und Perspektiven des Tourismus in der Region zu informieren. In mehr als 2000 Metern Höhe auf dem Gipfel des Fellhorns trafen sich die Abgeordneten der Freie Wähler-Landtagsfraktion mit Augustin Kröll, dem Geschäftsführer der Fellhornbahn. Dieser erzählte, dass das grenzüberschreitende Ski- und Wandergebiet aus knapp 130 Pistenkilometern und rund 50 Aufstiegsanlagen bestehe und im Winter vollständig beschneit werde. Mit etwa 1,6 Millionen Gästen im Jahr ist das Gebiet rund um das Fellhorn eine sehr beliebte Urlaubsregion in Deutschland. Um mit dem österreichischen Nachbar auch weiter konkurrieren zu können, benötige der Tourismus allerdings Unterstützung von Seiten der Politik. Und hier ist gefordert, einen vergünstigten Mehrwertsteuersatz nicht nur für die Hotellerie, sondern auch für die Gastronomie einzuführen. Es wäre enorm wichtig, denn wir haben die aktuellen Zahlen, dass in 137 bayerischen Gemeinden überhaupt keine Gastronomie und keine Wirtshäuser mehr existent sind und wir hier mit diesen vergünstigten Steuersätzen gerade im Grenzgebiet zwischen Österreich und Bayern hier enormes Kapital mitbinden könnten und es auch dringend notwendig ist, um Investitionen in diesen Bereich zu tätigen. In Österreich liegt der Gastronomiesteuersatz bei 10, in der Schweiz sogar bei nur 8%. In Deutschland müssen die Wirte hingegen 19% Umsatzsteuer berappen. Gegen diese Wettbewerbsverzerrungen unternehmen die Europäische Union und der deutsche Gesetzgeber Müller zufolge nichts und schwächen damit auch die Ferienregionen im Allgäu. Die Freien Wähler fordern daher Steuervereinfachungen, beispielsweise durch die Wiedereinführung der degressiven Investitionsabschreibungen. Aktuell ist es so, dass 3 bis 4 Ministerien zuständig sind für die einzelnen Bereiche, ob das jetzt die Arbeitsbelange sind oder der Urlaub auf dem Bauernhof im Landwirtschaftsministerium, genauso wie die Finanzierung übers Finanzministerium und das Innenministerium. Und deswegen fordern wir Freie Wähler hier ganz klar in Bayern, die Kompetenzen zu bündeln und alles zusammen im Wirtschaftsministerium mit einer separaten Abteilung Tourismus gezielt als Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen und zu bündeln. Um den Tourismus optimal fördern zu können, müsse es für die Gewerbetreibenden zudem eine zentrale Anlaufstelle innerhalb der Staatsregierung geben. Nur so könne das riesige Potenzial des Tourismus in Bayern besser ausgeschöpft werden, erklärt Müller. Der Freistaat und insbesondere auch das Allgäu stehen derzeit in Sachen Fremdenverkehr gut da. Dass das auch in Zukunft so bleibt, dafür setzen sich die Freien Wähler ein.